Moses endlich zurück mit einer neuen Pfeife der Verity, die gerade auf Social Media komplett explodiert. Und ich bin auch wieder zurück. Hey, jetzt 2 Wochen nichts hochgeladen. Da möchte ich am Schluss noch mal einen kleinen Real Talk mit euch teilen. Also wäre cool, wenn ihr bis zum Schluss dranbleiben würdet. Die Pfeife ist heute am 15.04. um 12 Uhr Release worden. Das heißt, sie ist jetzt erhältlich, falls ihr noch eine abgreifen könnt. Gutschein Angel ist bei Mose natürlich verfügbar. Dann kriegt ihr ein kostenloses Geschenk zu eurer Bestellung und ich krieg Support auf Nacken. Wenn ihr wüsstet, dass ich hier die ganze Zeit wie so ein Sumo-Ringer stehe, weil sonst passt das von dem Bild nicht. Mose hat es jetzt auch gemacht. Die Pfeife ist von der Größe her anpassbar. Sowohl die Rauchsäule als auch die Tauchsäule ist teilbar. Dann kann man sie als große, aber auch als kleine Pfeife verwenden. Das haben wir so zuletzt bei der Biro Versa gesehen. Und die ist ja natürlich einer meiner Favorites. Deswegen freue ich mich, dass Mose jetzt auch dieses System quasi übernommen hat. Bowls gibt es diesmal 2. Einmal die klare Variante, die ich jetzt habe. Und es gibt noch eine Frozen. Das ist eine Gewinde-Bowl. Aber ich könnte ja jetzt noch sagen, dass es einen Gewinde-Steckadapter gibt, womit ihr die Pfeife auch auf normalen Steckbowls verwenden könnt. Von den Farben habt ihr bestimmt gesehen, die Pfeife ist wirklich in so vielen Variationen umbaubar. Alleine von den Sleeves, die kommen nämlich in super vielen Variationen, genauso wie die Schliffanschlüsse haben jetzt einen eigenen Sleeve, der nennt sich hier Connector. Was natürlich bei der Vierschlauch-Variante, die sogenannte Squad, unfassbar krass aussieht. Können wir das mal bitte appreciaten? Das Ganze gibt es natürlich auch als Einschlauch-Variante, die sogenannte Launch. Vom Durchzug her können wir die Pfeife natürlich auch verändern, sowohl mit der kurzen Tauchsäule wie auch mit der langen Tauchsäule. Ist der Durchzug jedes Mal anders, hat ein anderes Gefühl. Und wir haben einen umsteckbaren Diffuser. Das Wichtigste für euch ist wahrscheinlich der Blow-Off. Wir haben hier 7 verschiedene Varianten, wie wir den Blow-Off einstellen können, laut Mose. Einmal den Launch-Blow-Off von unten der Base bis nach oben zum Teller. Wir haben den umgekehrten Launch-Blow-Off vom Teller runter zur Base. Wir haben einen Zwischenteller-Blow-Off. Es kommen nämlich 2 Teller mit und dazwischen kann der Rauch ausgepustet werden. Das gibt es einmal in 2 Variationen. Und auf dem Teller kann natürlich noch der Blow-Off platziert werden nach oben. Für so eine Art Kopf-Blow-Off und das Ganze umgekehrt macht das, wie ich sagen würde, zu einer Art Wasserfall. Der Niagara-Blow-Off, wer hätte das gedacht? Man kann ein paar Teile der Mose Breeze 2 auf die Mose Verity draufpacken und dann kann man so einen Double-Blow-Off erzeugen und das in verschiedensten Variationen. Ich zocke euch jetzt einfach mal meinen. Jetzt habe ich oben diesen Niagara Waterfall Blow-Off verwendet und quasi nochmal den Base Launch Blow-Off, der bei der Mose Breeze ein bisschen seitlich geht, nicht wirklich direkt nach oben, aber es sieht so krass aus. Da wir bei dem Thema Mose Breeze 2 sind, die ganzen Sleeves sind natürlich auch verwendbar für die Mose Verity. In der kleinen Variante, aber auch so Drittanbieter Sleeves wie zum Beispiel Hydro Smoke sind hier drauf einsetzbar. Und das sieht wirklich mit einer Vierschlauchpfeife, jetzt hier die Squad Variante, unfassbar krass aus. Es passt da nicht zu 100%. Aber es funktioniert. Das heißt, wir haben super viele Sleeves, die ihr wahrscheinlich schon zu Hause habt, die ihr dafür verwenden könnt. Und noch Drittanbieter-Sleeves, die wahrscheinlich in Zukunft rauskommen werden, die man auch dafür verwenden kann. Das darf man nicht vergessen. Das macht das noch variabler. Da wir gerade beim Thema Squad sind und 4 Anschlüsse. Mose hat das ganz clever geregelt, dass wenn ich jetzt die Pfeife alleine benutzen will, gibt es jetzt sozusagen einen Pinüppel, den man in die anderen 3 Anschlüsse unten reinstecken kann. Und dann kann man halt nicht einatmen und auch rauspusten aus den anderen Anschlüssen. Das ist smart geregelt. Die Frage habe ich sehr häufig gelesen, ist denn der Blow-Off verfügbar, wenn man zum Beispiel zu dritt oder zu viert raucht? Ja, unter gewissen Umständen. Bei mir jetzt ist keine Kugel drin. Bei den anderen 3 Anschlüssen ist eine Kugel drin. Man könnte jetzt rein theoretisch so rauchen. Ich müsste halt immer den Schlauch zuhalten, weil ich ja keine Kugel drin habe, damit die anderen dran ziehen können, weil das ja ein Closed Chamber System ist. Und somit, wenn die anderen 3 jetzt zuhalten würden, könnte ich, weil da ich ja keine Kugel drin habe, jetzt den Blow-Off erzeugen. Es ist machbar. Ein bisschen kompliziert, was auch mein einziger Kritikpunkt ist, dass es nicht möglich ist, dass jeder auspusten kann, jeder den Blow-Off erzeugen kann. Es ist aber unter gewissen Umständen machbar. Da gibt es ja zum Beispiel die Viro Evoke, die preistechnisch, und zu dem Preis kommen wir gleich, fast identisch ist, das aber kann. Meine Meinung dazu gibt es auch nochmal zum Schluss. Durchzug ist diesmal größenabhängig und ob ihr den Diffuser verwendet oder nicht. Mit der langen Tauchsäule ist der Durchzug eine 8 von 10, sowohl mit Diffuser als auch ohne. Ohne 8 von 10 ist für mich perfekt, du hast so einen leichten, schönen Widerstand, aber es ist trotzdem noch sehr, sehr smooth. Dazu, der Diffuser macht die Pfeife wirklich extrem leise und umgesteckt ist sie nicht wirklich laut. Hätte ich mir mehr gewünscht, aber das ist wegen dem Design der Bowl so und
dann habe ich lieber die Bose so, als dass die richtig laut ist. Das Durchzugsverhalten kann aber auch noch leichter werden zu einer 9 bis 9,5, wenn man die Tauchsäule verkleinert, dann den Diffuser verwendet, dann hat man natürlich weniger Weg, den der Rauch hinterlegen muss und die Pfeife hat ein schnelleres Anrauchverhalten. Was auch wichtig ist, natürlich der Preis. Wir haben hier die silberne Variante mit einem Anschluss für 179 Euro mit Bowl und ohne Bowl wird das Ganze 164,90 Euro kosten plus Steckbowl-Adapter. Dafür 165 Euro, das ist krass. Die Squat-Variante mit 4 Anschlüssen kostet in Silber 199,90 Euro mit Bowl. Das Ganze ohne Bowl 184,90 Euro plus den Steckbowl-Adapter. Das Ganze gibt es dann auch einmal in Schwarzedelstahl für 209,90 Euro mit Bowl und ohne Bowl 189,90 Euro. Also quasi ohne Bowl heißt direkt mit Steckbowl-Adapter, dass man seine Bowl, die man zu Hause hat, da easy drauf verwenden kann. Das Ganze in der Squat-Variante mit Bowl 229 Euro, ohne Bowl 209,90 Euro. Die Connector-Sleeves kosten einzeln 3,90 Euro und im Viererset 12,90 Euro. Wenn man das jetzt mit anderen Sleeves und anderen Herstellern vergleicht, ist das schon sehr günstig. Die langen Rauchsäulen-Sleeves kosten 24,90 Euro, die kurze Version 19,90 Euro und der Steckbowl-Adapter, falls man den einzeln holen möchte, 24,90 Euro. Insgesamt preistechnisch echt eine solide Nummer, wenn man die Qualität hierbei beachtet, denn die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Ich sage euch ehrlich, mich juckt jetzt eigentlich nicht, wenn der Teller hier ein bisschen scharfkantig wäre. Ich meine, ist es nicht, aber selbst wenn es so wäre, es juckt mich einfach nicht. Ich möchte in der Pfeife rauchen und die nicht als Kunstobjekt irgendwo hinstellen, dass die Leute anfassen und sowas, ne? Ich weiß, ich sehe das genauso. Mose hat ja generell jetzt auch farbige Schläuche rausgebracht, wie auch Kopfdichtung. Und wir haben ja eine schwarze Kopfdichtung aus Silikon mit dabei. Macht auch nicht jeder in der Qualität. Also ist die Pfeife nochmal viel variationsfähiger, als sie eigentlich so angeboten wird. Ich kann die Kritik hinter der Verity verstehen. Wir haben kein innovatives System, womit jeder einen Blow-Off erzeugen kann, aber ich glaube, die Pfeife ist eigentlich nicht dafür gemacht. Sie soll einfach nur für die Variation da sein, dass man da so viel Stuff wie möglich mitmachen kann und die so oft verändern kann, wie man eigentlich will. Optisch gesehen habe ich mir die Mose Breeze 2 immer in so einer Variation gewünscht, mit genau so einer Bowl, mit genau so einem Variationsvielfaltshaushalt, wenn man es so nennen kann. Und das ist für mich jetzt gerade die perfekte Pfeife. Mich interessiert das nicht. Ich rauche die Pfeife sowieso alleine. Warum sollte ich da irgendwie mit 2, 3 Leuten dran ziehen und dann Blow-Off erzeugen wollen? Ich meine, fast jeder, der das Video guckt, hat die Mose Breeze 2 zu Hause. Dann gib die doch deinen Kollegen und du rauchst die. Ist doch easy win. Und der zweite Punkt, ich habe hier einige Pfeifen da, wo man den Blow-Off mit einmal drehen oder einmal ziehen oder sowas verändern kann. Das ist zwar schön und gut, aber ich habe irgendwie gelernt, Pfeife ist was Besonderes und ich möchte sie einfach auseinanderbauen. Ich nehme diese 3 Minuten Zeit und mache die mir so, wie ich möchte. Das hat für mich ein besseres Gefühl, als einfach nur mal kurz zu drehen oder kurz zu ziehen, dass sich der Blow-Off verändert. Insgesamt punktetechnisch würde ich der Pfeife eine 9 von 10 geben. Was ist eure Meinung dazu? Wir kommen auch gleich zum Real Talk. Aber davor bin ich gespannt, eure Meinung dazu in den Kommentaren zu lesen, jetzt mit dem Wissen, was ihr von mir habt. Und wir werden bestimmt in den ein oder anderen Livestream die Pfeife wirklich komplett umbauen. Vielleicht mit Teilen von einer ganz anderen Pfeife, vielleicht mit den Teilen der Mose Breeze 2. Mal schauen. Kommen wir aber jetzt zum Real Talk. Warum war ich jetzt 2 Wochen eigentlich inaktiv? Momentan habe ich extreme Probleme mit Konzentrationsschwierigkeiten, auch in diesem Video, auch in dieser Aufnahme. Wir wissen noch nicht genau, woher das kommt. Ich selbst habe ja Migräne, dazu ADHS in einem hohen Stadium diagnostiziert bekommen, was meine Schwächeanfälle zwischendurch wahrscheinlich bestätigen würden. Wir haben da noch nicht einen klaren Überblick. Ich habe jetzt in den letzten Tagen ein paar neue Medikamente ausprobiert, neben meinem Migräne-Medikament und irgendwie funktioniert gerade nichts. Deswegen war es in den letzten Wochen hier auf diesem Channel so ein bisschen ruhiger und auch auf Instagram. Ich habe super wenig Stories hochgeladen, sowohl auf meinen Shisha-Account Angel Cloud wie auch auf meinem Fitness-Account Steven Angel. Was ich gemerkt habe, ist, dass ich, wenn ich die Konzentrationsstörung habe, diese Schwächeanfälle habe und quasi zu nichts zu gebrauchen bin, dann gehe ich ins Gym. Das ist das Einzige, was mir gerade wirklich hilft. Deswegen sind auch die Streams in letzter Zeit viel zu kurz gekommen. Wenn viele Leute Kommentare da lassen, ey, mein letztes Unboxing-Video hat 1200 Kommentare oder so, das ist insane. Ich saß hier wirklich komplett down, habe mir dann die Kommentare durchgelesen und das hat mich so ein bisschen motiviert.
Und dann bin ich auch aufgestanden und habe dann versucht, hier alles zu produzieren und so. Ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt, dieses Video ist von der Qualität her ein bisschen anders. Ich habe ein bisschen tief in die Tasche gegriffen, um euch so eine Qualität hier zu ermöglichen. Und ich bemerke gerade, dass hier eine LED gar nicht funktioniert. Genau hier. Damn. Wird direkt wieder zurückgeschickt. Ich würde gerne mehr privaten Stuff so erzählen, weil mir ist das wichtig, dass ihr nicht nur die Produkte seht, die ich vorstelle, sondern auch mich als Mensch ein bisschen besser kennenlernt und auch was so behind the scenes alles abging. Zum Beispiel dieses Video hat mich jetzt 5 bis 6 Tage Produktionszeit gekostet und ich habe es nicht mal mehr geschnitten und das Video muss morgen online kommen. Oder ich möchte, dass es morgen online kommt. Wird ja passend zum Release. Ihr könnt mir gerne dazu Fragen dalassen hier in den Kommentaren und vielleicht mache ich daraus so ein eigenes Video. Und ich wollte einfach mal Danke sagen für den ganzen Support allein in diesem Jahr. Das ist unfassbar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video, zum nächsten Stream oder zur nächsten Insta-Story. Und damit haut rein, wisst ihr, was ich meine.